DS Automotion hat in seinen über 35 Jahren viele Navigationsarten entwickelt. So unterstützen unsere Fahrzeuge zum Beispiel spurgeführte Navigationsmethoden, bei welchen das Fahrzeug einem Magnetband, einem mit Wechselstrom durchflossenen Draht oder einer optischen Spur folgt. Weiters ist es möglich, zu navigieren mit Hilfe von einzelnen in den Boden eingelassenen Magneten. Es ist auch möglich, mit Hilfe von Lasertechnologie und Reflektoren zu navigieren und auch mit Hilfe der Konturen der näheren Umgebung. KBL steht für konturbasierte Lokalisierung. Dabei erfasst das Fahrzeug die Konturen der näheren Umgebung und gleicht sie mit einer intern hinterlegten Karte ab, um seine räumliche Orientierung festzustellen. Das Besondere an dieser Technologie ist, sie kann mit künstlichen Landmarken wie Reflektoren, aber auch mit natürlichen Landmarken wie den Kanten einer Ladestation kombiniert werden, um so die lokale Positioniergenauigkeit zu erhöhen. Die konturbasierte Lokalisierung spielt ihre Stärken vor allem in weit verzweigten Anlagen aus, wo es schwer möglich ist, Reflektoren an der Wand oder Magnete im Boden zu montieren. So ist zum Beispiel in Krankenhäusern ein großes Einsparungspotenzial vorhanden. Das Ausweichen ist eine Funktion, die gerade bei uns in der Softwareabteilung neu für ein Produkt entwickelt wird. Das Fahrzeug sammelt die Daten der Sicherheitsscanner als auch der optionalen Objektschutzkameras und sucht nach Objekten, die die Fahrspur blockieren. Es weicht diesen dann aus. Dabei ist sicherzustellen, dass das Fahrzeug die hohen Performanceansprüche unserer Kunden trotz Ausweichens immer erfüllt.